Bullen sind immer die, die vorne dran sind. Absolute Stille. Da hört man wirklich nichts. Vögel zwitschern. Und den Hauer labern. I'm a country boy, here to make some noise. I live a simple life by my own choice. I'm a self-made man, that's who I am. I'll be farming my cattle till the day I die. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Montag, wir haben den strahlenden Sonnenschein. Bevor es so richtig heiß wird, säge ich hinten am Holz weiter. Der Norbert baut die Plattform vom Futterwagen weiter und so werden die ganzen Projekte ja hoffentlich vor dem Herbst alle noch fertig. Ja, den letzten Vlog gab es dann doch noch. Da gab es erstmal Schwierigkeiten. Da hat die SD-Karte beim Datenübertragen auf den Rechner plötzlich das Zeitliche gesegnet, aber nicht mehr lesbar. Und mit mehrfacher Hilfe von verschiedenen Spezialprogrammen konnte man die alte Programmstruktur wiederherstellen. Und es wurde dann doch noch ein Vlog. Den habe ich dann am Sonntag schnell noch geschnitten, als dann hätte die Dateien wieder funktioniert. Ja? Wer noch mal gesehen hat, da oben in das Kästle, da ist der Link zu dem Vlog vom letzten Mal. Könnt ihr noch angucken. Aber natürlich erst, wenn ihr den jetzt fertig geschaut habt, oder? So, ich habe mir den 4050 wieder hingestellt gehabt. Ich sehe hier schon wieder positioniert. Und fahre jetzt den Manitou mit der Schaufel dran, da kann ich direkt reinsägen. So, zapp, zapp. Gut. Eine Schaufel habe ich schon verfahren und jetzt machen wir da halt nahtlos weiter. Denn am Mittwoch ist wieder Regen und Gewitter vorher gesagt. Und da wäre es schön, wenn wir viel von dem Holz wegkriegen würden. Und dass das nochmal zusätzlich nass wird. Da. Ja, und morgen, wenn es so trocken bleibt, schauen wir mal, dass wir nochmal ein paar Hektar Silo wegknallen. Bevor das Gewitter dann Mittwoch ist, dass wir vielleicht dann so 24-Stunden-Silage machen. Das heißt, frühst gleich wegmähen. Schauen, wenn die Sonneneinstellung reicht, dass wir es zusammen schwarten und abends wegpressen. Gucken wir mal. Einen Schlachtbullen werde ich diese Woche noch verladen, war der Plan. Das ist ein Leasingtier, der geht jetzt vom Hof. Der zieht nicht mehr nach Schenkersberg um. Und den will ich wahrscheinlich am Donnerstag fahren. Mal gucken, ob der überhaupt fangbar ist. Denn jetzt sind sie auf der großen Weide und haben genug zu fressen und interessieren sich einen Scheiß, ob ich mit Schrot oder sonst etwas zum Locken komme. Bleibt gespannt. Das können wir dann am Mittwoch machen. Das seht ihr dann im nächsten Video wahrscheinlich.
Schönen guten Morgen, heute ist Dienstag. Ich bin unterwegs, Schlachttransport, hinten vom Norbert Tiergladen. Am Donnerstag fahre ich nochmal Schlachttransport mit einem Highland Bullen, Leasing-Tier von mir. Ja, falls euch mal so Leasing interessiert, schaut auf unsere Website, da ist es erklärt. Ansonsten schreibt eine E-Mail oder nutzt das Kontaktformular. Wir beantworten gerne jede Frage dazu. Ist, denke ich, eine ganz interessante Sache für Leute, die gern wissen, wo ihr Fleisch herkommt und auch, ja, hauptsächlich Rindfleisch essen oder für eine Familie oder für einen Freundeskreis, die sich das teilen oder auch als Geschenk, hat man das auch schon. Da einfach mal auf die Webseiten schauen. Dann ist der Norbert jetzt quasi unterwegs mit den Mähwerken, die hängt er sich an und knallt noch ein paar Hektar Silo runter. Denn heute soll es nochmal 28 Grad warm werden. Viel Sonnenschein, das ist gut zum Anwelken, also ist quasi augustmäßiges Wetter. Dann soll am Morgen dann ein bisschen regnerisch und Gewitter kommen und auf jeden Fall deutlich kühler. Und da braucht man dann keinen Siloschnitt mehr machen, das ist dann Quatsch. Deswegen den heute noch, hoffen wir, dass es bis nachmittags gut angewelkt ist. Dann kann ich es auch gleich zusammenschwaden und dann können wir es auch gleich durchpressen. Ja, wird sich jetzt zeigen im Tagesverlauf, wie es da weitergeht. Da lassen wir es mal überraschen. Jo, und weil immer mir gefragt wird, wann der Umzug stattfindet. Der Umzug ist gerade im vollen Gange. Ich bin quasi gerade in den Renovierarbeiten in der neuen Wohnung involviert. Und auch das Frage- und Antwort-Video, was ja längst angekündigt war, kommt definitiv. Sobald wir jetzt mal einen Abend, mal eine Stunde Zeit haben, setzen wir mit dem Norbert zusammen. Und es ist alles schon vorbereitet. Da müssen wir einfach bloß noch loslegen. Aber das schaffen wir auch noch. Versprochen ist versprochen, ne? Mahlzeit! Also heute dann doch kein Siloschnitt, denn der befreundete Kollege, der bei uns immer wickelt, der ist halt selbst mit Pressen und Co. beschäftigt, also da wird es erstmal nichts. Und ja, dann werden wir das verschieben auf die nächste schöne Wetterperiode. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Masse dazu. Wäre wünschenswert, ne? Wenn man ein bisschen mehr Reserve hat. Jo, deswegen geht es jetzt nach der Mittagspause nahtlos weiter mit dem Winterholz, dass wir das noch reinkriegen, bevor es jetzt dann morgen regnet, so viel wie möglich. Und weiß nicht, ob ich da nochmal einschalte. Ich meine, das Sägen und so, das kennt ihr ja, ne? Am zweiten Teil der Woche passieren eher die interessanten Sachen. Ich kann euch heute nochmal zeigen, wie ich Küchenfronten abschraube oder sowas. Wahrscheinlich auch nicht sonderlich interessant. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwie Stoff kriegen für das Video. Ja, ich presse heute nochmal Heu. So ist es ein cooler Heu, also eine Stilllegung ist freigegeben alles. Und ja, das darf jetzt verwertet werden. Heute ist immer so ein schöner Tag. Ein klasse Heu. Und deswegen machen wir das weiter.
Jo, Dienstag, Feierabend. Pullendorf nochmal gucken. Schauen, ob alles passt. Da haben wir ja dann am Donnerstag einen Schlachttransport, einen Leasingbullen. Und am Freitag ist geplant, dass wir mal die ganzen Jungbullen von der Gruppe zusammensammeln und einmal nach Schlenkersberg ziehen auf die Weide. Jetzt ist es natürlich schwierig. Jetzt haben sie natürlich eine sehr, sehr, sehr gut bestockte, frische, riesengroße grüne Weide. Und da muss ich dann schon sehr kreativ sein, dass die dann überhaupt kommen. Aber ich denke, wenn ich was in die Raufe lege, werde ich die Chefs davon mit Sicherheit nach oben bringen. Und die Bullen sind immer die vorne dran sind. Also das wird hoffentlich sehr, sehr einfach, dass wir die kriegen. Ja, eigentlich gerade ein wunderschönes Bild, ne? Genießt das nochmal, das Bild ins Tal. Absolute Stille. So still ist es nicht einmal in Schlenkersberg. Da hört man wirklich nichts. Vögel zwitschern. Und den Hauer labern. Aber nicht mehr lang. Das hat sich bald erledigt. Ja, Kontrollblick, alles in Ordnung. Kälber auch in Ordnung. Und ich muss jetzt dann nochmal meine Liste durchgehen. Denn ein paar der Herrschaften haben, wie es halt an der Weidehaltung so üblich ist, ihre Ohrmarken abgewetzt, verloren. Und jetzt müssen wir mal nochmal durchschauen, wer das jetzt alles ist. Ich habe da eine Liste und nochmal Marken nachbestellen. Weil wenn wir es jetzt alle rausfangen und einzeln verladen und auftreiben, dann ist da die Chance ideal, dass wir da gleich Ohrmarken mitsetzen. Bei denen, die es verloren haben. Das werden wir gleich mitmachen. Und dann hätten wir das auch wieder erledigt. Ja, dann machen wir hier mit einem sehr, sehr kurzen Video diesmal einfach mal Schluss. Und sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch getaugt hat, trotz der Kürze, in der Kürze liegt die Würze, gebt den Daumen nach oben, denn Daumen ist ein Traum. Und wir sehen uns dann am Sonntag, dann mit wesentlich mehr Content natürlich wieder. Und in alter Frische, bis dahin, macht's gut, Servus und Ade. Country boy, here to make some noise. I live a simple life by my own choice. I'm a self-made man.